Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal Hasubtai. Kurzes Kanal-Update, ein paar Neuigkeiten und Nachrichten zu Thailand bzw. zu aktuellen Veranstaltungen und Flüge habe ich heute für euch vorbereitet. Aktuell bin ich noch in Deutschland. Ich fliege aber selbst heute Abend, deutsche Zeit, nach Thailand mit Lufthansa. Da würde ich mit dem ersten Punkt gleich starten, und zwar aktuelle Veranstaltungen dieses Wochenende. Es ist ja Chinese New Year, also chinesisches Neujahresfest, Jahr des Drachen. Da werdet ihr in der einen oder anderen Stadt auf jeden Fall merken, dass das alles ein bisschen dekoriert ist, chinesisch angehaucht. Teilweise auch so Umzüge oder Veranstaltungen mit so Feuerwerk und einem Drachen. Ist immer ganz nett anzuschauen. Habe ich auch schon mal ein Video hochgeladen, wo ich mal in Korat war. Als ich mal in Korat die Gelegenheit hatte, zufällig sowas zu sehen. In Pattaya zum Beispiel ist immer am Terminal 21 in der Regel irgendetwas in der Art geplant. Oder halt abends durch die Sobukau, Soil K Metro, war so ein Umzug mit einem kleineren Drachen. Viele Bars machen auch irgendwelche Veranstaltungen dazu. Also haltet die Augen offen. Da kann es bestimmt die ein oder andere interessante Veranstaltung in irgendeinen guten Locations geben. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, 2 Tage, heute Freitag und Samstag, der letzte Tag, 10.02.2024, ist in Pattaya noch die Burapa Bike Week, also diese Motorradmesse. War ich zwar selber jetzt noch nicht, fahre ja aktuell in Thailand auch kein Motorrad, aber viele Freunde und Bekannte erzählen nur Positives, erzählen nur Gutes. Die Berichte und Fotos, die man von dort sieht, sind auf jeden Fall sehr überzeugend. Falls euch das interessiert, schaut gerne vorbei. Wie gesagt, Samstag, 10.02.2024 ist dort der letzte Tag. Und dann ansonsten, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich selbst nach Thailand fliegen werde heute. Am Sonntag, den 11.02., also den 11.02.2024, werde ich bei der Einjahresfeier, Einjahresjubiläum der Cave LK Metro sein, also der Cave Bar LK Metro in Pattaya, Soi LK. Da gerne vorbeischauen, da werde ich mich auf jeden Fall antreffen. Dann können wir uns auch gerne unterhalten oder anstoßen. Also wie gesagt, ich denke Sonntag, 11.02.2024, so ab 20 Uhr, 20.30 Uhr werde ich vor Ort sein. Dann würde ich mit dem nächsten Thema weitermachen. Fliegen nach Thailand. Also ich habe meine Flüge für dieses Jahr, die bereits geplant sind, alle 2023 noch gebucht. Ich denke, so vom Flugpreisniveau ist es auf jeden Fall gestiegen. Deswegen meine Frage erstmal an euch, schreibt das gerne in die Kommentare. Habt ihr eure Flüge für 2024 schon gebucht? Direktflug? Was ist so euer Preisniveau? Ich habe jetzt nur gesehen, Richtung High Season, Dezember, ist es schon wieder etwas teurer auf jeden Fall. Klar kann man mit der einen oder anderen Airline noch gute Angebote abstauben, aber gerade Direktflüge sind natürlich vom preislichen Niveau schon sehr, sehr hoch im Vergleich zu früher. Und was ich mitbekomme aus anderen Facebook-Gruppen, in denen ich Mitglied bin oder in denen ich moderiere, so die Sommerzeit, die Ferienzeit in Deutschland, gerade da tun sich Familien schwer aktuell, günstige Flüge noch zu finden. Ich hatte selbst Glück, fliege im August mit Singapore Airlines, im Schnitt ca. 800 Euro, 750 Euro war es pro Person, kann ich mich nicht beklagen. Und heute werde ich mit Lufthansa fliegen, ich denke, ich werde das auch ein bisschen reporten, ist ja zumindest ein bisschen was Besonderes. Lufthansa fliegt aktuell mit dem A380. Direktflug von München. Habe mein Ticket auch mit Meilen gebucht. Dazu werde ich dann in dem Video, wo es in den Flug geht, vielleicht die eine oder andere Sache noch erzählen oder erklären. Also mein Ticket habe ich eingelöst, war ein Meilenschnäppchen sogar. Deswegen habe ich da einigermaßen gut sparen können. Dann aktuell waren da auch Streiks bei Lufthansa diese Woche. Interessante Weise, falls euch das interessiert, der Flug nach Bangkok, LH772, ist am Mittwoch, am 7.2., der Streiktag, trotzdem abgeflogen. Also der Flug ging trotzdem ab. Deswegen vielleicht für den einen oder anderen, der die nächste Zeit mit Lufthansa fliegt, ein bisschen Beruhigung, dass es trotz Streik
wenn ihr Glück habt, ja, trotzdem zu einem regulären Abflug kommen kann. Dann erfreuliche Nachrichten gab es diese Woche ebenfalls, gerade für die Freunde bei Direktflügen, Freunde von Direktflügen. Condor hat angekündigt, ab September 2024 viermal wöchentlich nach Bangkok zu fliegen, von Frankfurt aus. Die werden eine A330 Neo, also auch eine neuere Maschine, einsetzen. Viermal nach Bangkok und die anderen 3 Tage wird es einen Direktflug nach Phuket geben. Das ist dann aktuell auch der einzige Direktflug, den man von Deutschland aus direkt nach Phuket buchen kann. Ansonsten muss man ja immer irgendwo zwischenlanden, wenn man zum Beispiel mit den arabischen Airlines fliegt oder mit Thai Airways oder so. Und so könnt ihr die Zwischenlandung umgehen. Und ich habe mal reingeguckt, Condor selber hat es mit circa ab 350 Euro pro Teilstrecke mal beworben, als sie diese News angekündigt haben. Also wenn ihr da vielleicht noch recht zeitnah bucht, habt ihr für die Flüge ab Herbst vielleicht noch gute Chancen, einen guten Preis zu erhalten. So, da habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich ebenfalls erwähnen wollte. Letzte Zeit war es ja mein YouTube-Kanal ein bisschen ruhiger. Das wird auf jeden Fall wieder mehr kommen jetzt. Ich hatte privat ein bisschen viel um die Ohren. Neuer Beruf letztes Jahr, so etwas auch Stress gehabt. Aber wie gesagt, Material, falls ihr mir auf Instagram, auf meinem Kanal Hasiptai oder auf meinem Account Instagram Hasiptai folgt, habt ihr trotzdem vielleicht mitbekommen, dass ich da unterwegs war. Videos habe ich viele aufgenommen, also gerade zu so Sehenswürdigkeiten oder irgendwas Besonderes werde ich nach und nach hochladen, sofern es natürlich noch aktuell relevant ist. Und dann habe ich auch was als Dank für meine Abonnenten. Dadurch, dass ich ja jetzt bald in Thailand bin, würde ich schon mal ankündigen, jetzt hier offiziell in diesem Video. Merkt euch mal das Datum, falls ihr in Pattaya seid. Samstag, 17. Februar 2024, würde ich in Pattaya ein Abonnententreffen veranstalten. Wo es stattfinden wird, gebe ich dann nochmal in einem extra Video bekannt. Aber es wird auf jeden Fall im Zentrum von Pattaya stattfinden. Und ich werde mir irgendwas überlegen. Eventuell jeder, der mir vorzeigt, dass er mich abonniert hat, kriegt ein Freigetränk auf meine Kosten. Einfach als Dank. Dann können wir uns gerne ein bisschen unterhalten. Samstag ist ja auch Bundesliga. Eventuell kann dann der ein oder andere nach dem Abonnententreffen sitzen bleiben und die Bundesliga sich anschauen. Oder wir ziehen irgendwo noch weiter, wer Interesse hat. Also wie gesagt, merkt euch den 17.02.2024. Ich werde noch mein extra Video ankündigen. Oder schaut auf meiner Facebook-Seite oder Instagram-Seite, ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Da werde ich es auf jeden Fall auch ankündigen oder hier einfach in den Kommentaren nochmal nachfragen. Aber spätestens, sobald ich jetzt Sonntag in Thailand bin, Samstag komme ich erst an, werde ich das klären wegen dem Ort und dann werde ich nochmal Bescheid geben und auch die offizielle Einladung posten. Dann ansonsten, ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt gerne in die Kommentare irgendwas, wenn ihr euch aktuell in Thailand befindet oder wenn ihr bald fliegt. Und wie gesagt, nochmal die Thematik zu den Flügen vorhin. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns bei meinem nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal Hasiptai. Alles Gute und bis bald.